Punkt 3, Punkt 3. Die Brust im Hinblick auf die 10 Gebote. Die Ehe trägt zum Heil der Gemeinschaft bei. 81. Gott hat die Familie gestiftet. 82. Sie besitzt besondere Rechte und Pflichten. 83. Sie ist eine Gemeinschaft des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. 84, 85. Erschreckend ist jedoch die Aussage, dass niemand, nicht mal Mutter, Vater, Tochter oder Sohn, mehr geliebt werden soll als Gott. 86. Das sind Zeichen einer Sekte. Die katholische Kirche möchte, dass sich Menschen notfalls gegen die Gesellschaft und gegen andere Menschen oder zum Beispiel Staatsbedienstete stellen, um Gott zu gehorchen. 87. Dennoch soll die eheliche oder familiäre Gemeinschaft nicht durch Ehebruch gefährdet werden. 88. Jeder Mensch soll das eigene Geschlecht annehmen, eine Beziehung zu einer Person des anderen Geschlechts suchen und ihr treu sein. 89. Wenn dies klappt, spricht man von der ehelichen Keuschheit. 90. Hauptsünden gegen diese Keuschheit sind Ehebruch, Selbstbefriedigung, Unzucht, Pornografie, Prost, Vergewaltigung und homosexuelle Handlungen. 91. Wenn sie an Minderjährigen begangen werden, wiegen solche Handlungen noch schwerer, weil sie gegen deren physische und moralische Unversehrtheit stoßen. 92. Aber auch die Prost während der Ehe scheint eine Hauptsünde aus mehrerer Sicht zu sein. 93. Staatliche Behörden sollen die Keuschheit fördern. 94. Güter der ehelichen Liebe sind Einheit, Treue, Unauflöslichkeit und Bereitschaft zur Fruchtbarkeit. 95. Der eheliche Akt besitzt eine doppelte Bedeutung durch die Vereinigung der Ehegatten und ihre gegenseitige Hingabe sowie die Fortpflanzung. 96. Niemand darf die untrennbare Verknüpfung der Ehe zerstören. 97. Ehebruch, Ehescheidung, Polygamie, Inzest, freies Verhältnis sowie vor- und außerehelicher Geschlechtsverkehr verstoßen gegen die Würde der Ehe. 98. Die fleischliche Begierde wird durch die Läuterung des Herzens und die Tugend der Mäßigung überwunden. 99. Die treu göttlichen Tugenden sind Glaube, Hoffnung und Liebe. 100. Die Liebe zählt auch zu den 12 Früchten des Heiligen Geistes. 101. Ebenso dazu zählen Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Langmut, Sanftmut, Treue, Bescheidenheit, Enthaltsamkeit und Keuschheit. 102. Die Prost kann nicht kirchlich gewollt sein. Schließlich zählt die Unkeuschheit ebenso wie Unmäßigkeit und Überdruss zu den 7 Hauptsünden. 103. Als zusätzliches Unterhaltungselement wurde für diesen Unterpunkt eine literarische Kurzgeschichte erstellt, worauf der Anhang literarischer Geschichten mit dem Unterpunkt 3, der Familienausflug, verweist. Der Familienausflug.
Es begann als glücklicher Familienausflug. Familie Ochsenberg fuhr gemeinsam in die Berge, um die Ruhe und die frische Luft zu genießen. Frau Ochsenberg, die von Kind an sehr christlich geprägt war, las während der gesamten Autofahrt in der neuesten Ausgabe der Jesus. Dort war auch ein Artikel zu lesen, welcher von der großen Liebe zu Gott handelte. Es stand geschrieben, dass man Gott über alles, mehr noch als Vater, Mutter, Tochter oder Sohn lieben solle. Ihr Mann, Herr Ochsenberg, hingegen war schon ziemlich angekratzt und genervt von diesen religiösen Blättern. Seine christliche Prägung war äußerst beschränkt und er wusste aus Erfahrung, dass seine Frau in irgendeiner Richtung wieder anders reagieren würde, als wenn sie diese Blätter nicht gelesen hätte. Ähnlich dem, was andere Männer kennen, wenn ihre Frauen Erziehungsratgeber oder Frauenzeitschriften lesen. Am Abend war die Familie in den Bergen angekommen. Beim Abendessen kam es zum Streit. Die Teenie-Tochter, die traurig darüber war, dass ihr Freund nicht mitfahren durfte und sich nach ihm sehnte, zeigte dies deutlich. Daraufhin wurde sie von ihrer Mutter, Frau Ochsenberg, ermahnt, dass sie sich benehmen sollte und sie ohnehin nichts mehr lieben sollte als Gott. Dieser Ausflug wäre eine gute Gelegenheit, Gott in keuschem Zustand näher zu kommen. Ihr Mann, Herr Ochsenberg, war zwar froh darüber, dass er sich während dem Ausflug keine Gedanken um die Keuschheit seiner Tochter machen musste, reagierte aber eher genervt über die Sätze über Gott und fürchtete eventuell auch um sein eigenes Liebesleben. So kam es zum starken verbalen Streit zwischen den Ehepartnern. Bald darauf rief sich die Frau ein Taxi, um unverzüglich allein nach Hause zu fahren. Sie fände es zwar gut, wenn ihr Mann Gott mehr lieben würde als sie, aber er darf sich nicht das Recht rausnehmen, etwas gegen Gott zu sagen. Die Kirchengemeinde nahm sie auf, unter der Voraussetzung, dass niemand etwas mehr liebt als Gott.